aus dem Zug gestiegen und haben direkt nach einem Rap gesucht, auch so schnell eins gefunden. Und dann hatten wir uns an einem Hotel hingestellt, wo viel Platz war. Und dann hat uns der Fahrer geschrieben, der ist an uns vorbeigefahren, der kann dort nicht halten, weil es da wohl eine Red Zone gibt. So, und dann hat er gesagt, geht mal da und da hin, jetzt sind wir hier. Wir sitzen hinter so einer Wand. Ja. Red Zone heißt wahrscheinlich, dass hier andere Taxifahrer oder andere Transportunternehmen sind und das nicht so gerne sehen. Der Inhaber hier, der das hier gehört, der weiß wohl Bescheid. Der hat uns auch gebeten, sich hinzusetzen. So reingewunken, ne? Ja, ja, und sich hinter die Wand zu setzen, damit das nicht auf dem Fischtisch entscheidet. Also richtig krass. Ja, und jetzt sitzen wir hier und fühlen uns ein bisschen wie Kriminelle und warten, dass wir abgeholt werden. Ja. Das alles für eine Fahrt, die 1 Euro kostet. Ja. Also Grab ist ja nicht illegal hier, aber vielleicht wird es ja bestimmt. Hey, hallo. Okay. Hallo, liebe Leute. Willkommen zu unserem nächsten Video. Wir sind jetzt in Malang angekommen. Und zwar sind wir von Joksha, also Yogyakarta, mit dem Zug wieder 8 Stunden bis hier gefahren. Die Züge sind hier nicht so ganz modern, aber eigentlich hat man da super Sitzkomfort drin. Man hat Steckdosen, also wir können unterwegs immer arbeiten. Und die Zugfahrt ist aber eigentlich auch ganz angenehm. Wir sind zwar anders gewöhnt, aber kann man eigentlich nicht drüber meckern. Ist auf jeden Fall günstig, kann man nur empfehlen hier. Und es ist immer noch besser als fliegen. Ja, wie ihr seht, wieder ein neues Zimmer. Eigentlich total schön. Weißt du, was wir hierfür bezahlen? Bisschen mehr als 20, oder? Bisschen mehr als 20 Euro, ja. Haben hier mega viel Platz drin und Frühstück ist auch inklusive. Es ist schön ruhig. Naja, nicht immer. Genau. Gestern Morgen war ein bisschen Krach, aber einfach nur, weil das Gebäude hier neben uns gerade abgerissen wird. Und die Leute wirklich mit Hammer und Meißel da die Mauer abreißen. So, warte. Wir sind noch nicht fertig. Wir zeigen euch doch jetzt das Zimmer. Das wollte ich auch gerade machen. Ach so. Ich stand gerade eben da hinten an der Tür. Und da ist unser Bett. Mega groß und gemütlich. Da fällt die Lena. Gute Performance, Schatz. Wir haben einen schönen Balkon. Geht doch. Ja, das ist der Balkon. Hier unten sind meine Schuhe, die klitschnass geworden sind. Das ist unsere Aussicht. Wir wollten eigentlich heute mit dem Roller eine Runde drehen, weil die Stadt, als wir angekommen sind und die aus dem Grab gesehen haben, eigentlich total cool und einladend wirkt. Also viele schöne Lokale hier und sowas, aber das Wetter sagt wieder, Moment, mit mir nicht. Hier sind Lenas Schuhe, die sehr nass geworden sind. So, jetzt haben wir aber eine sichere Lösung hier. Ihr haltet jetzt. Kein Bock, dass die hier runterfallen. Und das hier ist übrigens unser aktuelles, total schönes Homestay. Da oben ist unser Balkon und da hängen Lenas Schuhe. Wir haben heute Nacht große Pläne. Was genau das sein wird, das verraten wir euch dann noch. Aber heute wollen wir erstmal so einen normalen Tag hier in Malang mit euch verbringen und euch zeigen, was wir hier so machen. Ja. Genau, hier ist unser Badezimmer noch. Bad. Ja. Ja, okay. Ne? Und die Dusche, schön groß, schön warm. Und passt alles. Alles ist super sauber. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Das Bett ist bequem. Ja. Top. Und das absolut. Ist so von den Leuten hier, ist hier wenig los und daher ist es sehr ruhig. Wir können euch gleich noch die ganze Bude ein bisschen zeigen, weil es ist groß hier, aber wie Lena schon sagte, nichts los. Was weiteres Spannendes, was wir auch schon hier erlebt haben, ist, wir haben Wäsche abgegeben und wir sammeln immer so lange, bis wir echt gerade wie Penner aussehen. Und wir haben mal eben so 11 Kilo Wäsche abgegeben. Ja, was haben wir da wohl für bezahlt? Gerade mal etwas über 6 Euro. Für 11 Kilo Wäsche. Ja, 6,90 Euro. Günstiger als in Thailand, das ist günstiger als sonst irgendwo, wo wir jemals gewaschen haben. Oh. Oh nein! Ja, wie gerade schon gesagt. Es schüttelt wieder. Es fängt noch zu regnen. Ich glaube, wir fahren heute keinen Roller. Boah, ich hasse es, ey. Wir wollen den Ort doch mal sehen. Guck mal, da laufen die ganzen Kinder. Ja, da hinten ist eine Schule, jetzt rennen sie alle. Ist das ätzend hier, ne? Also vom Wetter her. Ich meine, es ist wunderschön, aber man will auch mal rumfahren. Wir haben vom Zug aus ein total geiles, einen total geilen Ortsteil gesehen, wo alle Häuser knallbunt waren. Ne? Ja. Wir haben jetzt nur noch heute und morgen. Morgen ist dann unser letzter Tag, richtig? Und Freitag geht's weiter. Bleiben aber noch in Indonesien. So viel können wir schon mal sagen.
Jo, also wir haben jetzt keinen Bock, schon wieder die Klamotten nass zu machen. Vielleicht nehmen wir uns einen Grab und fahren zum Restaurant, aber selber die Gegend hier erkunden ist wohl, glaube ich, immer wieder nicht. Schade. Zum Glück haben wir ein schönes Zimmer. Ja. Dann lass uns doch mal nach oben gehen, oder? Ja, ja? Da okay. Gibt's noch was zu sehen. Okay, gehen wir mal nach oben. Wow. Da hinten sind wir gerade rausgekommen, das ist unser Zimmer. Ich kann dir mal eben zeigen, wo wir morgens immer frühstücken. Da unten. Voll der große Raum. Da gibt es auch sehr gutes Internet. Und jetzt gehen wir mal hier die Treppe hoch. Ja. Eine süße Dachterrasse. Voll cool, wenn du hier ein Zimmer hast. So, Moment, wir hüpfen mal eben nach da hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Das ist wieder so richtig fieser Regen. Das ist die Umgebung hier. Ach ja, das ist das Gebäude, wovon ich euch erzählt habe, wo die morgens anfangen rumzuhämmern. Wow! Wir haben uns entschieden, uns abholen zu lassen. Grab ist bestellt. In einer Minute ist es da. Aber es kostet auf jeden Fall nur 14.000, was weniger als 1 Euro ist. Und es geht halt hier direkt von der Kreditkarte. Oh, der schreibt gerade, dass der in ein paar Minuten da sein wird. Alles klar, Mann. Ja, und hier sieht man jetzt, wie der sich nähert. Ist eigentlich super geil, die App. Und da hinten kommt auch der Wagen schon. Lena ist auch ready. Und dann gehen wir jetzt essen. Dann bis gleich. Wir haben das jetzt hier rausgeschmissen. Und wir laufen in Flipflops rum, damit wir unsere Sneaker nicht nass machen, weil die brauchen wir ja diese Nacht. Ja, jetzt stehen wir vor dem Laden, wo wir eigentlich hin wollten. Und er hat natürlich zu. Aber wir sind eben hier an einer Mall vorbeigefahren. Ich glaube, da können wir zu Fuß hingehen. Puh, da war ein Blitz. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mit Flipflops. Ja, wir sind gerade in einem... Eigentlich sind wir in einer Mall und in dieser Mall gibt es einen riesigen Supermarkt. Und hier gibt es einfach alles. Wir haben sogar tolle Produkte gefunden, die wir sonst immer benutzen. Creme und sowas und richtig günstig. Hier haben wir Oreos für nur 60 Cent. Da sind zwei Rollen drin. Also es ist ein sehr günstiger Großhandel. Ja, übertrieben, ey. Ja. Guck mal, was es hier einfach so gibt. So riesige Tüten mit irgendwelchen Chips und Crackern und Nüssen und sowas drin. Wir sind jetzt halt hier in einer Reihe. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem Alpha oder Indomart. Ah, richtig krass. Und die Preise und Aktionen, die die haben. So, das ist unsere Ausbeute von dem Großhandelsladen eben. Hierfür haben wir jetzt, glaube ich, insgesamt 150.000 Rupien bezahlt, was unter 10 Euro ist. Guckt euch das mal an, ey. Das ist so eine Tütenwirtschaft hier, aber auch in Thailand und überall kriegst du doppelt und dreifach Tüten ineinander gesteckt. Wir hatten jetzt leider unsere Beutel vergessen und dann stecken die das alles in so Tüten rein. Bisschen schade, aber das Positive daran ist eigentlich, so Tüten kann man immer mal wieder nutzen. Wenn irgendwas nass geworden ist, dann kann man zum Beispiel, also ich hatte neulich meinen Rucksack nass und dann habe ich mir einfach Laptop und alle Techniksachen jeweils immer noch eine Tüte drumherum gemacht, um die normale Verpackung noch und dann in die Tasche rein. Wir nutzen übrigens Tüten auch, wenn man mal irgendwie klatschnasse Füße haben oder sowas oder es gerade stark regnet. Man kann sich die Tüte nämlich, also mit Socke halt, um den Fuß machen und dann in die Schuhe rein. Hat den Vorteil, der Fuß wird nicht nass, wenn die Tüte dicht ist. Ja, das war eigentlich so ein kleiner Einblick in unseren, ich würde nicht sagen Alltag hier, weil das war jetzt... Okay, wir mussten uns den Gegebenheiten anpassen, im Regen halt, ne? War ein bisschen blöd. Ja, dann kann man leider nicht so viel machen. Wir haben halt dieses bunte Dorf nicht gesehen, was wir unbedingt sehen wollten. Ja. Vielleicht schaffen wir es morgen noch, weil es wäre schade, wenn wir das verpassen. Ja, da werden wir auf jeden Fall alles für tun, dass wir das noch sehen. Ja. Ja, aber ansonsten wollten wir gerne mit dem Roller durch die Gegend fahren, haben den uns auch gemietet für, das muss man schneiden, 80.000 am Tag gegönnt, das Motorbike. Was jetzt halt auch nicht so dramatisch ist. Es geht sogar noch günstiger, aber wir haben heute Nacht eine Tour vor uns. Und deshalb haben wir ein etwas stärkeres Modell genommen. Ja. Aber das seht ihr dann im nächsten Vlog, was wir davor hatten. Wer Indonesien ein bisschen kennt, kann sich auch so vielleicht schon denken, was wir vorhaben. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was wir so vorhaben könnten. Ja, aber bei Instagram stalken gilt nicht. Also schön, dass ihr heute mal dabei wart, bei so einem ganz normalen Tag. Ja. So ein Dilemmatag, weil wir immer nach Essen suchen. Ist echt so, ja. Das ist immer dieses Hauptthema am Tag, wenn man jetzt hier nicht selber kochen kann.
Und dann noch als Vegetarier in einem Land, wo alles mit Hühnchen gemacht wird. Hm. Und wo irgendwie die Öffnungszeiten niemals stimmen. Wir stehen dann immer um 3 Uhr da und okay, noch nicht offen. Ja, ja. Ich muss jetzt auch den Roller voll tanken gehen für heute Nacht. Und wir müssen früh schlafen gehen, weil wir müssen ja diese Nacht wieder aufstehen zu dieser Tour. Ja, ja. Deshalb war es das, glaube ich, jetzt erstmal mit diesem Vlog. Ne? Cool, dass ihr dabei wart. Ja. Würde ich sagen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben da lassen. Das wäre cool, ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog zu einer ziemlich geilen Aktion. Wir hoffen, das klappt. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.